Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Landwirtschaftssimulators. Und zwar wieder hier in unserem England-Projekt. Und ihr seht, wir haben mit dem Klaas schon wieder ordentlich gearbeitet. Wir haben das ganze Feld 23 jetzt abgeerntet mit Gerste. Hat man draufstehen? Ja, ich glaube, Gerste war es. Moment, wir können noch mal gucken. Ja, also 86.000 Liter hat uns das Ganze erbracht. Das Stroh haben wir schon verkauft. Das waren, glaube ich, so mit 40 Ballen, die wir gemacht haben. Da haben wir ein paar Euro zusätzlich bekommen. Und jetzt haben wir gerade noch die Gras allen eingesammelt, ja. Und ihr seht, ich habe mir den Ladewagen nur gemietet, nicht gekauft, ja. Ich habe mir was anderes Kleines dafür gekauft, nochmal eine Düngespritze, beziehungsweise auch eine Herbizidspritze. Und mit dem Verkauf in den Strohballen haben wir da relativ ganz gut plus minus null gemacht, würde ich mal behaupten. Das Schaf denn, das wirkt sich sehr natürlich. ja. Wir haben jetzt den letzten Grasballen gerade eingesammelt. Wir fahren jetzt mal hier vor. Da haben wir schon eine Fuhre aufgestellt. Und was haben wir in der Folge auf jeden Fall zu tun? Also ihr seht, hier vorne stehen schon ein paar Ballen. Ich werde auf jeden Fall dann nochmal Wolle verkaufen müssen, weil da hinten steht schon ein Anhänger von den Schafen. Der ist komplett bis oben hin voll mit Wolle schon gebaut. Und ja, da haben wir jetzt erstmal wieder ein bisschen was für die Schafe. Also da haben wir erstmal ein bisschen was auf Reserve, sage ich jetzt mal, ne? Aber wir wollen natürlich noch Wolle verkaufen und der MB-Truck, der muss auf jeden Fall mal gewartet werden. Der steht nämlich jetzt auf dem Hof gerade. Den wollen wir auch noch insofern umbauen, weil ich würde den gerne zukünftig als Düngetraktor nutzen. Jetzt, da wir den Glaseicher für die schweren Arbeiten haben. So, Moment. Stellen wir da ab, genau. Jetzt haben wir da ein paar Grasballen stehen. Ein paar sind gut. Und natürlich braucht der MB-Truck dafür Pflegebereifung, damit wir uns dann immer, falls wir unser eigenes Feld düngen sollten, nicht immer ganz viel Frucht zerstören. So, klappst du das bitte mal in Transportstellung, dass ich hier auf der Straße fangen kann? Genau, so. Aber als allerersten Schritt würde ich sagen, schaffen wir erstmal den Ballenanhänger wieder zum Händler zurück, weil er hat jetzt seinen Zweck erfüllt, wir brauchen ihn jetzt länger, da können wir uns mit Miete sparen. Und dann würde ich sagen, gucken wir mal, wo es am meisten für Wolle gibt. Beziehungsweise können wir noch mal gucken, ob wir vielleicht sogar noch ein paar Paletten Eier über haben, die wir hier in unserer Verkaufsstation einführen oder einfüllen können. Dass wir auch ein paar Euro zusätzlich bekommen. Weil es gibt momentan auch keine richtigen Aufträge, die wir erledigen können, um noch ein bisschen Taschengeld, sag ich mal, zu bekommen, ne? Und ein paar Sachen gibt es ja schon, die wir uns noch kaufen müssten. Und Geld gebe ich am liebsten aus. Ich kaufe am liebsten neue Sachen. Am besten immer noch Traktoren. Aber von denen haben wir jetzt erstmal zwei. Das sollte erstmal für den Anfang jetzt auf jeden Fall genügen. Aber ein Drescher wäre auf jeden Fall nochmal ganz sinnvoll. Irgendwann ein neues Feld. Eventuell. Plus natürlich eine Ballenpresse oder den besagten Ballenladewagen, den wir jetzt noch hinten dranhängen haben. Das irgendwann mal alles unser eigen nennen zu können. Aber einen Schritt nach dem anderen, sage ich mal. Haben wir uns ja jetzt schon immer ganz gut über Wasser gehalten. Ob ich in der Gerste zum Beispiel von 86.000 Litern, glaube ich, waren es ja, ne? Noch ein bisschen was verkauft, weiß ich ehrlich gesagt noch nicht, aber ich denke mal so 30, 40.000 Liter werde ich davon noch weggeben. Einfach damit, wir brauchen, glaube ich, nicht alles für die Hühner. So viel brauchen nicht. Wir haben auch zumal so von der letzten Ernte noch ein bisschen Sorghumhirse über. Da stellen wir das gute Ding hier ab. Kommt immer ab, das Ganze. Kabel, Zapfwelle. Jetzt ablassen, genau. So, das war's schon. Mal kurz im Menü. Ballentransport. Kann man zurückgeben, genau. Danke. So. Und wir sagen, wir haben schon einen Anhänger dastehen bei den Schafen. Da ist ganz viel Wolle draufgeladen. Also, ich sag's gleich. Vom Stapeln her ist das keineswegs meine Glanzleistung. Ja, es sieht alles sehr provisorisch, kreativ, wie man es auch nennen mag, aus. Aber Spank oder Regeln, Spank oder halten. Ja. Mal gucken, was es am meisten für gibt. Ich glaube, so viel Wert für die Wolle, glaube ich, gar nicht bekommen. 4.000, 3.000, 5.000. Müssen wir gleich mal gucken, was wir dafür noch bekommen. Auf jeden Fall, denke ich mal, die Wolle wird, denke ich mal, die Wartungskosten des MB-Trucks hoffentlich aufwägen. Damit wir da nicht allzu viel Minus machen. Weil ich weiß gar nicht, ob ich den schon mal repariert habe. Müsste ich aber. Der hat ja schon, glaube ich, fast. Der hat schon über 20 Betriebsstunden auf dem Buckel.
Und ja, wird mal Zeit, dass er repariert wird. Wie gesagt, ein paar neue Reifen holen wir uns noch für den, halt Pflegebereifung. Ich bin eigentlich immer nicht so der Fan von Pflegebereifung, weil es einfach nur von der Optik her aussieht. Manchmal, da denkst du dir, ach Gott, oh Gott. Aber es hat ja seinen Sinn. Sagen wir so. Und als Düngetraktor, beziehungsweise können wir den auch als Striegeltraktor dann nehmen. Auch mal auf jeden Fall Pflegebereifung, damit wir uns nicht die komplette Frucht zerfahren, weil das waren alles nur Einbußen. So, Moment, ich muss gucken. Ah, hier geht's rein. Na, wir hatten das Tor aufgelassen hier. Die armen Schäfchen, so. Komm mal nicht noch eins so krumm. Jetzt ab. Ich letzte ins Tor. Hoffentlich sind keine Schafe ausgebüxt. So, jetzt müssen wir nur gucken, dass wir keins von den Schafen überfahren. So, ihr seht schon, hier hinten steht unser Anhänger. Ja, wie gesagt, also schön ist anders. Es ist sehr kreativ und aufs Maximum vollgeladen. Aber naja. Das will man da sagen. Es hält. Schwanke oder Regeln, ist kein wesentlich gleichmäßig gebaut und ähnliches. Sollte reichen. Ich hätte noch ein Stück angekommen. So, Kabel sind angeschlossen. Jetzt müssen wir erstmal gucken, wo es denn am meisten für Wolle gibt. 20. Händler, Bauernmarkt, Markierung setzen. Ich weiß nämlich nicht, wo der ist. Da hinten, also hier hoch. Okay. Ich weiß jetzt, wo er ist. Deswegen würde ich sagen, fahren wir mal raus. Machen am besten hinter uns natürlich das Tor zu. Damit keine Schafe auswüchsen. Das wäre jetzt noch fatal. Dann schaffen wir mal die 8000 Liter Wolle weg. Und reparieren mit dem Ganzen den MB-Trag. Beziehungsweise die neuen Reifen werden natürlich auch noch ein bisschen was kosten. Gerade genau. Da, Tor zu. Genau. Lenkrad runter und auf geht's. Die Menschen werden sich wahrscheinlich auch denken, ob ich besoffen war, wo ich das gebaut habe. Nein. Aber ich habe mein Bestes gegeben. Also was so Stapel mit Paletten angeht, das muss ich eindeutig noch besser werden. Da ist eindeutig noch Luft nach oben. Sagen wir es mal so, wie es ist. Ne? Aber nun gut. Üben übt. Sagen wir es mal so. Und wir werden ja auf jeden Fall noch ein bisschen Wolle machen. Wie gesagt, ich hatte mal mit dem Gedanken gespielt, ob wir vielleicht als nächstes aus dem Feld Baumwolle pflanzen, um in die Stoff- bzw. Kleidungsproduktion einzusteigen. Aber das wären solche Unsummen an Investitionen, die wir erstmal tätigen müssen, weil der Vollernter kostet ja auch seine 400.000, dementsprechend kostet ja auch sehr viel erstmal an Miete. Die Produktion kostet natürlich dementsprechend auch erstmal Geld, diese zu erwerben. Da weiß ich nicht, ob sich das alles relativ rentiert. Ich glaube, wir müssen jetzt. Ich muss noch kurz die Karte aufmachen. Ja, wir müssen hier rein. Die ganzen Wege auf der Karte, so die Basics habe ich drin, aber noch nicht alles. Also noch nicht jede Kleinigkeit. Da muss ich immer noch mal ein bisschen gucken. So, jetzt geht's hier rechts, ne? Dann gleich wieder links. Und ja, also wie gesagt, das wären Unsummen, die wir da investieren müssten. Das lohnt sich keineswegs. Ich denke, wir werden erstmal auf das Normale gehen. Also das Normale, wie Gerste oder Hafer oder Sojabohnen zur Not noch. Das sowas halt, ne? Wo, sag ich mal, das Equipment dazu in Anführungsstrichen bezahlbar und relativ günstig ist. Ja? Also im Drescher für 80.000 kann ich mir schneller leisten als den Vollernter. Und die ganzen dazugehörigen Produktionen. Und wir werden natürlich erstmal auf unsere normale Wolleverkauf gehen und auf unsere Eierproduktion mit den Hühnern. Hier müssen zum Beispiel die BGA, das wäre dann auch nochmal eine Option. Vielleicht. Aber das sind alles so Zukunftsspinnereien, sag ich mal. Erstmal haben wir einen Hof, wir haben noch genug Schulden auf dem Konto, die wir eigentlich abbezahlen müssten. Ja. So, ich glaube, wir müssen hier rein, ne? Da hinten ist der Markierung. So. Ach, hier ist der Gesteinbrecher. Wir müssen nämlich noch Gestein aufsammeln auf unserem Fels. Haben wir das letzte Mal vergessen. Oder beziehungsweise vergessen nicht, aber wir haben es zu spät gemacht. Er konnte es dann nicht mehr machen. So, die Spanngurte ab. Und hoffen, dass nichts runterfällt jetzt die letzten Pumpen.
7.363 Euro hat uns die Wolle eingebracht. Naja, es ist auf jeden Fall schon mal ein schönes Sümmchen und wie gesagt, die Reparaturkosten mit dem Betrag wird es, denke ich mal, auf jeden Fall abdecken. So. Fahren wir den Anhänger. Anhänger nehmen wir erstmal fix mit auf den Hof, den können wir nachher dann direkt zu den Schafen fahren, denke ich mal. Erstmal kann der mit auf den Hof kommen, weil erstmal ist jetzt die Priorität, dass der MB-Trag repariert wird. Und dass wir den soweit für seinen nächsten Einsatz vorbereiten und dann vielleicht mal gucken können, ob es einen Düngerauftrag direkt für ihn gäbe. Wäre natürlich optimal. Und dann müssen wir auf jeden Fall noch Beine stapeln mit unserem kleinen Frontlader. Da bin ich relativ sehr froh, dass ich damals den Glas-Frontlader genommen habe und nicht einen der. Ach, warte mal, ich müsste gerade überlegen. Schäfer, glaube ich, war der andere Hersteller, ne, von den Frontladern. Auch wenn es mich ein bisschen ärgert, weil es gibt jetzt einen Radlader von Glas gerade im Angebot für 73.000. Der kostet gerade mal 10.000, 13.000 mehr als der Frontlader, den wir gekauft haben. Aber kann natürlich dementsprechend sehr, sehr viel mehr heben. Aber es ist natürlich auch dementsprechend sehr viel größer. Deswegen wüsste ich gar nicht. Ich wollte eigentlich hier rechts, aber nee, wir müssen links, ne? Ihr seht, mit dem Fahren, das ist immer noch nicht so meine Stärke. Mit dem Fahren, mit dem Orientieren. So. Jetzt müssten wir hier draußen auf die Straße wieder kommen. Genau. Jetzt nach rechts runter und dann geht's wieder zum Hof. Ja. Sind wir wieder auf dem richtigen Weg. Jetzt kenne ich mich wieder aus. Halbwegs. ja, so ein Radlader ist natürlich für unseren Groß über dem Zenit ohne Ende, aber er ist halt schön günstig, ne? Also 73.000. Und ich überlege, dass ich mal für einen kleinen Frontlader den Klaas 60.000 bezahlt habe, ne? Ja. Da wäre schon fast eine Überlegung gewesen, aber der wäre halt, wie gesagt, sehr überdimensioniert für alles. Lohnzahlung. Ich habe da eigentlich gar keinen Helfer gerade aktiv, also. Naja. So, hier geradeaus. Und da oben ist dann schon gleich der Hof. Da können wir dann das ganze Thema im B-Trag anfahren, anfahren, anfangen. So, stellen wir euch mal hier an der Seite ab, würde ich sagen, erstmal. So. Was ist das ganze Ding? So, den MB-Trag haben wir hier hinten stehen. Da steht nämlich unsere neue Feldspritze auch. Die haben wir ja gefahren. Als letztes mit dem MB-Trag. Dann hier nämlich, also erstens dreckig ist er wie Ende. Ich würde sagen, als erstes können wir den mal waschen. Dann getankt werden kann er auch. Beziehungsweise, ihr seht, die Erwartungsanzeige ist auch schon im roten Bereich. Da muss dringend mal etwas geschehen. Fangen wir erstmal mit tanken. Hier drüben steht auch unser Hochdruckreiniger und wir können auch direkt hier hinten durch die dann zur Werkstatt durchfahren. So. Bei mir ist irgendwie immer, ich muss einen wieder aus und einsteigen, damit ich dann auffüllen kann. So, jetzt haben wir, jetzt tanken wir. Mal schon wieder den Motor direkt anmachen. So, 3 Meter noch vor zum Hochdruckreiniger. So. Lassen wir das mal jetzt laufen. Wir machen nicht 30 Mal jetzt den Motor an und aus. Ja, der MP3, der musste letzter Zeit sehr viel arbeiten. Der verdient immer mal etwas Liebe, finde ich. Das gute Stück. Und gut, der hat jetzt hier, ihr seht hier vorne am Grill, hat er jetzt schon ein paar Lackablätze, aber es ist halt nur, wenn ein Gerät arbeitet, ne? Das ist ein Arbeitsgerät. So. Da schon ist er. Fahren wir weiter zur Werkstatt, dass wir hier nicht an so einer Strebe hängen bleiben, müssen wir jetzt gucken, genau. So, die müssen wir auch nochmal die Tore zumachen, das braucht alles nicht offen stehen. So, wir haben hier auf dem Hof eine Werkstatt. Ich habe sie bis jetzt noch nie benutzt, deswegen müssen wir jetzt mal gucken, wo der dazugehörige Trigger ist. Wir fahren erstmal hier, würde ich sagen, in die Box einfach rein. Gut, da hat das Ganze mal aus. So, hoffen wir mal, dass. Nein. Nicht richtig, müssen wir auf die Bühne hochfahren. Warte mal, vielleicht müssen wir auf die Bühne hochfahren. So, probieren wir es mal aus, würde ich sagen. Wir dürfen, dass wir jetzt nicht falsch fahren und runterfallen.
Ihr seht auch hier hinten nochmal ordentliche Lackerplatzer, ne? So, fahren wir auf die Bühne hoch. Oh Gott, das fühlt sich so. Ich gehe auf die Außenansicht. Ich gleich einen runterfallen lasse gleich hier. Na? Jetzt bin ich ja gespannt, ob das wirklich der Punkt ist. Auch nicht. Gut. Ihr seht, ich war selber vorher noch nicht so. Bei mir ist es auch gerade wildes Ausprobieren. So, fahren wir hier wieder runter. Aber ihr seht, wir können mit dem MB-Truck auf die Bühne hochfahren. Wir müssen vielleicht an den Trigger richtig ranfahren. So, jetzt lass mal bitte laufen, das ist ein bisschen dumm. Ah, wir müssen richtig in den Trigger reinfahren. Okay. Also, reparieren auf jeden Fall. Ihr seht, das ist eigentlich fast genau das Geld, was wir für den Wolleverkauf bekommen haben, was wir jetzt hier investieren mussten erstmal. So, ihr seht, wir haben auf jeden Fall sehr viele. Da, Breitreifen wollen wir nicht mehr. Allein die Standardreifen sehen so schmal aus. Ich will gar nicht wissen, was vielleicht die Pflege. Na, das ist die Pflegebereifung. Naja, sie geht. Okay, ich hätte es mir weniger oder schmäler vorgestellt. Also gegen die Breitreifen, ah, sieht das halt trotzdem nicht so schön aus. Oh, naja, gut. Pflegereifen muss her. Konfigurieren wir so, genau. 2000 kostet uns der ganze Spaß wieder. So, jetzt haben wir hier einen MB-Truck mit Pflegebereifung. So, haben wir dich erstmal. Den könnte ich eigentlich hier vorne stehen lassen, würde ich sagen, erstmal. Dann müssen wir ja nicht hinter in die Halle fahren wieder. Da könnte ich auch hier vorne parken. Trotzdem fehlen mir fehlen jetzt schon die Breitreifen, muss ich ehrlich gestehen. Da fand ich hier so zwischen erstmal. Bis zu deinem ersten Job. Ja, also. In drei Reifen sieht das schon schöner aus. Aber gut. Problem bringt nichts. Machen hier noch zu. Hier auch noch zu. Genau. Gehen wir hier noch zu. Wir machen erstmal alle Tore zu, die wir hier offen haben. Gehen wir hier drüben. Das Tor ist auch noch sperrangelweit offen. Natürlich. Zu damit. So. Gut, also, ich würde sagen, das reicht erstmal für heute. Wir haben jetzt, wie gesagt, ach, der Glas ist auch noch dreckig. Müssen wir eigentlich, den können wir jetzt eigentlich auch noch gleich waschen. Der MP-Dreck ist repariert, ist mit der Pflegebereifung jetzt ausgestattet für seinen nächsten Einsatz. Ihr habt gesehen, die Wolle hat die ganzen Umbau- und Reparaturen nicht ganz aufgewogen, aber so gut wie. Und, naja. Das Geld holen wir auf jeden Fall demnächst wieder rein mit ein paar Aufträgen. Wir können es euch mal ganz kurz gucken. Gibt es einen Auftrag? Nee, nur Flügen. Schade. Aber naja, es muss auch mal ein paar Wartungstage geben, wo man sich ums Material kümmert. Wie gesagt, der Klaas, der hat auch etwas. Eine kleine Wäsche, sage ich, auf jeden Fall verdient, beziehungsweise reparieren müssen wir noch nicht. Auf jeden Fall kommen jetzt noch ein paar Einsatzaufgaben für ihn, weil unser ganzes Feld muss jetzt wieder vorbereitet werden für die neue Ansaat. Deswegen würde ich einfach sagen, ich arbeite jetzt erst ein bisschen was weiter und stapel zum Beispiel die ganzen Grasballen. Und wir sehen uns demnächst in der nächsten Folge. England, in der nächsten England-Folge, so rum ist es richtig gesagt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ihr Verbesserungsvorschläge, Tipps habt oder irgendwelche Wünsche, was wir zum Beispiel auf dem Feld als nächstes anbauen sollten, lasst gerne ein Like oder einen Kommentar da. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut, ciao.